Ja, ihr Lieben, heute testen wir wieder zwei Sachen. Einmal die Ballastix von Haribo, hatte ich ja schon einen Test gemacht, aber die sauren, dachte ich, mache ich mit der Eigenmarke von Aldi, Sweetland Bänder in Sauer. Und das hier ist ein Limo-Mix. Da bin ich mal richtig gespannt. Die sind ja beide angeblich, sage ich immer, sauer. Wenn es schön sauer ist, ist genau richtig. Aber oft sind die Sachen gar nicht so sauer, wie ich es mir vorstelle. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie uns diese hier schmecken. So, ihr Lieben, und hier sind wir wie immer einmal in der Großaufnahme. Wir haben hier die Haribo Ballastix. Die Verpackung finde ich total mega hier mit Orange, Zitrone, Cola. Das sieht schon richtig cool aus. Die haben sich echt Mühe gegeben. Das Ganze ist Veggie. Und wir schauen mal hinten drauf auf die Nährwerte. Wir haben auf 100 Gramm 377 Kalorien, 2,9 Gramm Fett, 66 Gramm Zucker. Oh, ja, ist normal, ne? Ist halt Fruchtgummizeugs. Etwas mehr wie 0,5 Gramm Eiweiß und 0,49 Gramm Salz. Hier haben wir einmal, ich komme mal näher, Moment, was an Zutaten so drinne ist. Die sind auf jeden Fall mit Carrageen, da ist ja keine Gelatine drin, Apfelsäure, Zitronensäure und die sind mit Cola-Geschmack teilweise. Aber sonst Karamellsirup, Aroma, schwarze Johannisbeere, Holunderextrakt, Holunderbeere, Aronia und so weiter, alles für den guten Geschmack. Also da lohnt es sich wirklich nicht so dolle auf die Zutatenliste zu gucken. Weiß ja jeder, dass es nicht gesund ist. Hier haben wir die Sweetland Bänder in Sauer. Die sind vegan. Und auch hier die Verpackung finde ich eigentlich ganz schick gemacht. Hier mit den Bändern gefällt mir ganz gut. Schön schlicht und ich liebe Pink. Dann haben wir hier auf 100 Gramm 368 Kalorien, 2,4 Gramm Fett. Hier ist nur 59 Gramm statt 66 Gramm Zucker, 2,4 Gramm Eiweiß, deutlich mehr und 0,34 Gramm Salz. Was ist denn hier so eiweißreich? Wir haben Weizenmehl. Ja, Mehl ist auf jeden Fall Eiweiß, aber es war in den anderen auch. Säurungsmittel, Apfelsäure, Zitronensäure, Milchsäure, Dextrose, Palmfett, Maisstärke. Okay, da ist auch ein bisschen Eiweiß drin. Oh, Spirulina. Apfel, Kürbis, Karotte, Hibiskus, schwarze Johannisbeere, Rettich, Tomate, Aromen. Oh mein Gott, da ist jede Menge Aromagedöns drin. Aber ich bin gespannt, wie die schmecken. Ja, jetzt haben wir natürlich die Qual der Wahl. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir beginnen mit den Ballastix. Und Frosch im Hals gibt es noch gratis dazu. Wir fangen mal mit Cola-Geschmack an. Die sind innen drin weiß, so lange Stangen. Lassen sich auch schön ziehen, gefällt mir gut. Und jetzt wird probiert. Toller Cola-Geschmack. Sehr interessant. Schön weich in der Konsistenz. Leichte Säure, jetzt nicht so überdreht sauer, aber sehr angenehm. Und der Cola-Geschmack, der gefällt mir richtig gut. Das haben die echt gut getroffen, muss ich sagen. Jetzt probieren wir Orange. Ich habe gar nicht geschnuppert, aber ehrlich gesagt, man riecht gar nichts. Sie dürften für meine Verhältnisse ruhig noch einen Tacken saurer sein, aber ich glaube, der Mainstream ist hier sehr gut getroffen. Ein sehr schönes Orangenaroma,
was einem so ein bisschen auf die 12 geht. Auch wirklich lecker. Hätte ich nicht erwartet. Und jetzt haben wir noch Zitrone. Nein, man riecht tatsächlich nichts. Ich hätte jetzt erwartet, man würde die Aromen volle Keule riechen. Aber es riecht nach gar nichts. Die sind wirklich sehr gut. Ein sehr schöner Zitronengeschmack. Die Konsistenz ist hier etwas weicher. Es ist ja keine Gelatine verbaut. Aber die kleben nicht oder so. Gefällt mir sehr gut. Sie sind sauer. Sie schmecken tatsächlich nach dem, was draufsteht. Und ich kann euch die wärmstens empfehlen, ihr Lieben. Zitrone jetzt im Nachhinein etwas sehr künstlich, aber nicht schlimm. Also ich mag das ganz gern, aber die haben mir alle drei super geschmeckt. Und jetzt schauen wir nochmal auf die sauren Bänder. Oh. Aha, die möchten so nicht. Ah, die möchten so. Machen wir mal ganz auf, damit man da ordentlich gucken kann. Wir haben hier einmal, na komm raus, sieht nach Orange aus. Die riechen auch. Hier bei den Ballastix konnte ich nicht riechen, aber die riechen richtig kräftig. Bin ich mal gespannt, wie die so sind. Man muss ein bisschen kauen, bis die Säure kommt. Und hier sind noch ein bisschen weicher. Woran erinnert mich das so ein bisschen? Dieser typische Mauerngeschmack. Boah, dieses Orange ist schon richtig kräftig, ihr Lieben. Das muss man mögen. Was haben wir denn hier? Vielleicht Himbeere, Erdbeere? Erdbeere. Also man riecht hier tatsächlich auch was. Mal probieren. Ist tatsächlich so. Man muss ein bisschen kauen, bis der Geschmack kommt. Aber dann kommt er auch volle Lotte. Ja, die sind sauer. Auf jeden Fall nicht zu sauer. Bei mir dürfte es noch saurer sein. Könnte aber rein theoretisch statt Erdbeer jetzt tendiere ich eher zu Himbeere. Auch nicht schlecht. Und jetzt gibt es hier noch, ich schätze mal Apfel. Die dritte Sorte. Ja, sonst sehe ich nichts. Ich glaube, jetzt bin ich so geschmacklich übersättigt, dass ich nicht mehr gut rieche. Da könnte ich niemals sagen, was das für ein Geschmack ist. Vom Geruch her, mal gucken, ob ich es erschmecken kann. Würde sagen, es ist Apfel, definitiv. Find sie gar nicht schlecht. Aber schon super aromalastig. Das muss man mögen, ihr Lieben. Ich mag's. Für ein günstiges Produkt, wenn man mal Lust auf was Saures hat, finde ich die gar nicht schlecht. Kann ich auch empfehlen.
Ja, mein Fazit, was saure Fruchtgummis angeht, quasi. Ich empfehle ganz klar die Haribo Ballastix, wenn die im Angebot sind, probiert die unbedingt mal aus. Ich fand die super vom Geschmack. Zweite Position, aber auch lecker von Aldi, die Sweetlands. Saure Bänder schmecken jetzt nicht schlecht, aber wenn ich beides so gegeneinander setze, haben mir die Haribos doch noch einen Tacken besser geschmeckt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr wollt, nehmt meinen Amazon-Link aus der Videobeschreibung, wenn ihr bei Amazon bestellt. Dann bekomme ich von Amazon eine kleine Provision, aber für dich bleibt der Preis gleich. Vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.